Männer der GSG 9 beim Abseilen aus einem Hubschrauber. Der spektakuläre Einsatz in der Nähe von Berlin ist nur eine Übung. Gerufen werden die Spezialkräfte der Bundespolizei etwa, um Geiselnahmen zu beenden. Helikopter bringen sie dann direkt zum Einsatzort. Doch nicht nur, wenn Gefahr droht, sind die Eurocopter in der Luft. Diese setzen wir tagtäglich ein, je nach polizeilicher Lage, zur Überwachung von Bahnanlagen, aber auch um beispielsweise Straftäter aus der Luft zu videografieren, teilweise in so großem Abstand, dass man den Hubschrauber gar nicht hört und erst recht nicht sieht. Zwei Maschinen vom Typ EC-155 sind nun dazugekommen. Die vor 25 Jahren begonnene Modernisierung der Flotte ist damit abgeschlossen. Kosten rund 600 Millionen Euro. Insgesamt verfügt die Bundespolizei nun über 87 Helikopter. Der Hauptbahnhof, das Bundeskanzleramt, der Deutsche Bundestag, das gesamte Regierungsviertel gehört zum Einsatzgebiet der Bundespolizei und die Fliegerstaffel. Die ist stationiert hier im Blumberg am östlichen Stadtrand von Berlin. Dort stehen auch die beiden Eurocopter EC-155 und die Maschinen, die können innerhalb von wenigen Minuten ihren Einsatzort innerhalb der Stadt erreichen. Je nach Ausstattung, beispielsweise mit Infrarotkameras, kostet ein Helikopter bis zu 13 Millionen Euro. High-End-Technik, die aber nicht nur in Deutschland zum Einsatz kommt, sondern ein gefragter Exportartikel ist.